Freunde in der gepflegten Unterhaltung. Hier sind sie wieder, die beiden Dicken. Ja, jetzt sage ich's mal. Kringelchen, der blaue Klaus hier. Wir reden über die letzte Woche. Was ist uns alles passiert? Wo hakt es und was machen wir? Ich lasse heute mal Kringelchen anfangen zu erzählen von der letzten Woche. Da machen wir ein heites Frage- und Antwortespiel daraus. Also los, leg los, junger Mann. Ja, hallo, ich bin ja der Kringelchen. Grüße euch alle. Ja, Frage- und Antwortspiel, das ist ein guter Stichpunkt. Ja, ich war letzte Woche, war ich mal in der Innenstadt gewesen, Eis essen. Ich habe nur einen Smoothie gegessen. Und ein Smoothie trinkt man, den isst man nicht. Klugscheißer-Modus aus. Ja gut, man muss den auch kauen. Ne? Und jetzt hast du mich unterbrochen. Er macht ja nichts. Nein, und da habe ich schon festgestellt, wir Dicke müssen schon darauf achten, wenn wir so eine Innenstadt sind oder Eiscafé oder auch Restaurants, wo man sich hinsetzen muss oder kann. Weil die Stühle heutzutage in Eiscafés oder Restaurants, die sind schon extrem schmal. Oh, und da wir ja auch Ich unterbreche dich mal, zumal wir ja bei dir sagen müssen, du hast ja noch knapp 170 Kilo. Da sieht es ja noch anders aus mit dem breiten Hinterteil. Das ist ja bei mir anders verfallen, sag ich mal. Naja, geht alles auf die Knie und auf den Unterschenkel, ja, ne? Ja. Genau. Ja, und wie gesagt, ich habe da festgestellt, man muss schon gucken, wenn man vorher mal so in so ein Eiscafé geht, boah, da kann ich mich jetzt nicht hinsetzen, weil der Stuhl zu eng ist und da kann man einfach nicht bequem sitzen. Also das ist schon diskriminierend. Ja, ich war letzte Woche in Bottrop in der Innenstadt und denke, Lauer, es ist Zeit. Keine Werbung. Geh mal einen leckeren Cappuccino trinken. Gesagt, getan, rein in die Eisdiele und setz mich schön in den Stuhl rein und ich habe gerade mal 140 Kilo. Ist eine Menge, aber auch keine große Breite. Und in den Stuhl musste ich mich reinzwängen. Und dann frage ich noch die Inhaberin der Eisdiele. Ich sage, hör mal, kann ich hier drin sitzen bleiben? Ich sage, bis wie viel Kilo sind denn Ihre Stühle? Ja, sagt sie, so 80 bis 100 Kilo. Ich sage, habt ihr überhaupt mal dran gedacht, dass es auch schwerere gibt? Nee, da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Ich sage, und ich quetsche mich hier jetzt ran, ich habe 140 Kilo. Ich muss ja jederzeit Angst haben, dass so ein Stuhl bricht. Denkt niemand darüber nach? Niemand. Niemand denkt darüber nach. Ferner hast du dann das große Problem, wenn du da sitzt, jeder guckt rüber und dein Gedankengang geht dann dahin, ey, guck mal da, die gucken dich schon wieder an, was denken die jetzt? Guck mal da den Dicken an, den Fettsack da an. Ja, vor allem Schuder, dich jetzt, dass ich dich jetzt unterbreche, vor allem, wenn du jetzt so ein fettes Eis da stehen hast, dann gucken die Leute noch mehr. Boah, guck mal, der Fette, der hat da ein dickes Eis. Das ist aber nicht nur eine Eisdiele, das ist in Restaurants so, das ist McDonald's, Entschuldigung, keine Werbung, ne? Andere Fastfood-Ketten zum Beispiel, ja. Ist genau dasselbe. Also da wir Dicke gehen in solche Fastfood-Ketten nicht mehr gerne rein. Gehst nicht gerne rein, nein. Weil du wirst total beobachtet. Ja, ja. Und es ist ja nicht jeder normal übergewichtig, weil er zu viel gegessen hat, sondern es sind ja auch Leute dabei, die sind krankhaft übergewichtig. Ja, und dagegen muss man was machen. Ja, richtig, dagegen muss man was machen. Ich habe es gerne gemacht, ich habe ja meine OP, immer noch sehr erfolgreich. Und wie viel hast du abgenommen in der letzten Woche? Ich bin jetzt bei 165 Kilo. Wie viel hast du denn abgenommen von letzten Montag bis letzten Montag? Also jetzt, wie gesagt, ich gehe ja jeden Montag gehe ich auf die letzte Wiegung. Und die letzte Wiegung sind schon wieder 3,5 Kilo. Also pro Woche nehme ich 3,5 Kilo ab. Vielleicht auch mal 3 Kilo, aber wunderschönes Gefühl. Ja, Carsten sagte mir gerade im Auto, wir sind jetzt hier im Knappschaftskrankenhaus, sitzen so schön in dem Obstgarten. Gehen gleich noch drüben einen Kaffee trinken, lass uns dann auch wieder dumm angucken. Heute ist hier Selbsthilfegruppe. Ja. Da gehen wir ja immer hin, dass er schon wieder einen Sack voller Klamotten hat, die ihm jetzt zu groß sind. Die jetzt irgendwo abgegeben werden. In irgendeiner Kleiderkammer. Ja.
Ja, nun ist ja dieses große Problem dabei, du nimmst ab, du nimmst ab, du nimmst ab, du musst neue Klamotten haben und. Hat Vor- und hat Nachteile, abzunehmen. Wenn du dein Gewicht hältst, behältst du deine Klamotten, nimmst du ab, musst du neue haben und nimmst du stetig ab, musst du stetig neue haben. Ja Leute, was zieht einer an, der mit 200 Kilo in eine OP reingegangen ist, jetzt 165 hat, nach knapp 8 Wochen? Ja. Und ich sag zu ihm gerade noch, muss einen Kaftan anziehen. Wie früher, Demsis Russus, ein großes Kleid, da kannst du verstecken, das ist das Billigste. Einen großen, großen Kartoffelsack. Ja, was war letzte Woche noch? Ja. Letzte Woche war eigentlich wie jede Woche, war schön ruhig. Für jemanden, der nicht arbeitet, so wie ich bin ja ein ganz fauler Sack. Wisst ihr, Hartz-IVler, die sind alle faul. Nein, ist nicht wahr, nicht alle. Ja. Nicht alle. Und dann war es eine ruhige Woche. Schön abends Fernsehen gucken, tagsüber auf dem Balkon sitzen, ein bisschen im Internet schauen, quatschen, Reha-Sport machen und. Jetzt kann man wieder langsam anfangen, Fahrrad zu fahren, die Hitze geht weg. Genau. Und dann kann man von da aus euch auch mal was Schönes senden. Kringelchen. Das werden wir übrigens nächste Mal machen. Fängt jetzt an, er will wieder Fußball spielen. Nee, kein Fußball spielen. Entschuldigung. Er will Trainer werden. Er macht jetzt den Trainerschein. Genau. Und will den Bengeln unten, ab ganz unten, das Fußballspielen beibringen. Ja, ja, Leute, genau. Stellt euch das vor, neben mir, die Masse rennt über den Platz. Da meinen die auf der anderen Erde, auf der anderen Seite, das ist ein Erdbeben in Deutschland. Ja, aber ich bin in Bewegung und Bewegung ist natürlich für mich besonders gut. Ja, und da werde ich natürlich auch wieder ein paar Grämmchen abnehmen, wenn ich die zweimal in der Woche die Bengels trainiere. Erstmal mache ich so den Co-Trainer und dann werde ich mich da auch hocharbeiten. Erstmal ehrenamtlich und dann sehen wir mal weiter. Genau, Leute. Jo. Oh ja. Lass uns noch mal ein paar Minuten über die nächste Woche reden. Was liegt an? Also bei mir liegt an in der nächsten Woche. Ich muss meine Unterlagen zusammensetzen für die Krankenkasse. Am 30. Drücke ich Ihnen die Daumen. Am 30. habe ich den Termin hier im Krankenhaus. Bei der Frau Rodoch. Die schaut über alle Unterlagen, ob die so zusammen sind, ob was fehlt oder ob ich noch was dazu schreiben muss. Dann gehen die ganzen Unterlagen Anfang bis Mitte August zur Krankenkasse und dann schauen wir mal, was die Krankenkasse dazu sagt. Es liegt noch an in dieser Woche. Am Freitag haben wir nochmal einen Reha-Sport. Dann am Montag ist Reha-Sport. Am nächsten Dienstag ist Ernährungsberatung. Am Donnerstag haben wir hier Selbsthilfegruppe im Haus mit einem Motivationstrainer. Am Freitag wieder Reha-Sport und dann werdet ihr das nächste Video von uns bekommen. Wenn wir über was Besonderes reden sollen, schreibt es unten in den Kommentaren. Ansonsten reden wir nächste Woche mal über das MMK, was das ist, Schlauchmagen-OP und wie es danach aussieht, was man danach, nach einer Operation, noch alles machen kann und alles machen darf. Von mir aus war es das, Leute, hier. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefällt, lasst einen Daumen runter. Abonniert unseren Kanal. Darf aber auch gerne auf euren WhatsApp-Seiten, Instagram und Co. geteilt werden. Jetzt gebe ich das Wort nochmal am Kringelchen ab. Der macht dann ein Abschlusswort. Und das war es dann für diese Woche von uns. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jo, hast ja stramme Wochen bei dir noch. Oh, Respekt. Ja, ja, weil ich bei mir noch an. Also ich muss morgen zu meiner Hausärztin Blutbild machen für meinen Vitamin B12. Ob das in Ordnung ist, ob ich das spritzen muss. Jetzt habe ich gedacht, mir hätte hier eine Wespe gesprochen. Was liegt bei mir noch an? Reha-Sport, also Bewegungsbad liegt bei mir an. Bewegungsbad? Was ist Bewegungsbad? Bewegungsbad, Wassergymnastik. Ah, Wassergymnastik. Wo sollen die Leute wissen, was Bewegungsbad ist? Ja. Ein Bad, was sich bewegt, was hinter dir herläuft? Nein, ist Wasser. Ist das ein Bewegungsbad? Wassergymnastik. Ach, das Wasser läuft hinter dir her. Aquasport.
Und ja, war nicht bei mir noch an. Wenn das Wetter mitspielt, nicht so heiß ist, viel Fahrrad fahren, spielt viel spazieren gehen. Ja, ansonsten liegt bei mir nichts mehr an. Und ich wünsche euch auch allen schönen Tag. Und wie gesagt, was Klaus schon sagte, der Blaue, schön immer unsere Seite bewerten, abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.